Also ich will hier gerade die Rune machen für Gladiator Stance. Ja. Und die kann man irgendwie nicht annehmen. Und mir wurde gesagt, man kann wohl layern. Damit die irgendwie geht. Ansonsten muss ich mal reloggen oder irgendwas. Ist hier ein Tanaris? Ja, direkt unten rechts. Aber gerade geht nichts. Okay, ich bin gelayert, das hat nichts gebracht, leider. Ich frage mal, was der hat für ein Problem. Der Nisept. Sehr merkwürdig. Vielleicht muss ich irgendwas anderes machen vorher. Dass die nicht geht. Okay, der NPC ist wohl manchmal verbuggt. Der ist wohl manchmal buggy. Und man kann den wohl irgendwie resetten. Und es gibt wohl aber Minusruf bei Dings, aber der steht wohl manchmal nicht hier. Also der ganze NPC ist wohl super buggy. Keine Ahnung. Ich schau mal, ob das irgendwie geht. Ich glaube, wir müssen ihn töten. Ich glaube, ich muss ihn aber weghauen. Ich teste es jetzt. Anscheinend ist der Buggy manchmal. Ich hau den Typen jetzt weg. Wo sind wir? Booty Bay. Gadgetzahn. Ich hau den jetzt weg. Vielleicht geht's dann. Kostet euch 25 Ruf. Ja. Und ihr werdet vermöbelt. Und wenn er dann respawnt, kann man den wohl annehmen. Wurde mir gesagt. Wir sehen's. So. Und der muss jetzt natürlich respawnen. Und jetzt steht er hier an der Wand. Und nicht mehr in der Mitte. Bin ich noch at war? Ah, jetzt geht es. Okay. Das hat er sogar gefixt. Und jetzt hat er das angenommen, jetzt kann ich das nicht mehr machen. Jetzt hat er mir im Endeffekt mein Quest-NPC geklaut. Ach du meine Güte. So, und jetzt hat er den Mob gemacht und jetzt buggt der wieder rum, oder wie? Und jetzt buggt der hier rum. Und jetzt buggt der wieder rum. Jetzt macht er irgendwie einen Shout. Und jetzt kommt der. Wandernder Schwertkämpfer, das ist doch von der Rune, oder nicht? Leute, hier geht gar nichts. Keine Ahnung. Na, danach wird der Mob wahrscheinlich wieder in der Mitte rumverbuggt sein, ne? Weil der soll eigentlich an der Wand stehen. Das Problem. Da ist die Problematik. Eigentlich ist der Buggy. Eigentlich steht er hier und nicht da. Okay, der läuft jetzt sogar wieder zurück hier. I see. Okay. Wir konnten die Quest annehmen, sehr schön, und müssen jetzt nach Ashara damit. Also wenn ihr super verbuggt seid, ihr müsst den Mob töten, leider. Und dann geht es wieder. Aber wir müssen jetzt erstmal nach Ashara. Ja. Und das war der erste Teil, also fliegen wir hoch. Komplett verbuggter Mist, ey. Dieses Spiel, ne? Holy moly. So, wir sind gelandet in Ashara. Und wir müssen mit Kanjin sprechen. Wo ist der Lümmel, ist die Frage. Der ist da unten. Machen wir mal hier hin. Irgendwie bei dem Berg hier soll er sein. Laufen wir da mal runter. So, wir gehen hier rein. Hier sind diese Hordenbanner. Bei den Hordenbanner musst du erstmal gedismountet werden, natürlich. So, einmal den Weg lang. Und da vorbei. Und irgendwo soll der Lümmel hier rumstehen. Und der einsame Grat. Irgendwo hier ist er. Ah, hier. Der gute Kanjit. Steht der normalerweise auch hier? Oder ist das komplett neu? Jedenfalls hier der Schwertmeister. Alüle. Beschafft die Klinge von dem blauen Drachen in der Gegend. Hm, machen wir. Okay, wir müssen den blauen Drachen finden. Und der Drache soll irgendwo in der Gegend sein. Ceruleus, nämlich. Und der ist irgendwo hier unter. Na, das heißt, wir gehen hier mal vorbei. Irgendwo hier. Und dann müsste der da rumlaufen. Mal bereinigen. So, lieber Drache, wo bist du? Das Problem mit Gladiator-Stance ist ja die Stance, wo ihr alles benutzen könnt. Die ist komplett verbuggt. Also wirklich. Einige Fähigkeiten gehen nicht, obwohl sie gehen müssten. Und das ganze Ding ist so clunky und nichts funktioniert.
ist ein Grund, wieso ich auch kein Tankkrieger spielen werde mit dem Ding. Weil Gladys Lance einfach ein Haufen Bug ist. Ne? Da muss erstmal komplett gefixt werden, bevor die sich das irgendwie rentiert. Die Rune würde ich aber trotzdem schon holen. Ja, dann hat man die schon mal. Aber hier muss jetzt ein Drache eigentlich rumfliegen. Irgendwo. Mal, ob wir den finden. Ja. Und der fliegt auch hier unten rum oder so. Einsame Grat. Also hier fliegt kein Drache rum. Was sagt er? Entzahnt. Südlöcher des einsamen Grades. Müsste hier sein irgendwo, ne? Südöstlich. Müsste eigentlich irgendwo hier sein. Irgendwo hier vielleicht. Wir gehen da mal runter. Ist er das? Nee. Das ist eine Chimäre. Ein blauer Drache. Hier ist ein Drache. Nö. Hier ist ein Drache. Nö. Hier. Cerealien. Machen wir den weg. Mal reinzandern ein bisschen. Ich muss sagen, dieser Proc ist schon ganz geil, das Schwert hat, ne? Kommt zwar sehr selten, aber so ein, weiß nicht, 3 Sekunden CC oder RCC, 2 Sekunden. Schon ganz nett. Der macht guten Damage, ne? Holy moly. Und da haben wir die Klinge besorgt. Da haben wir meine HP-Regeneration an und dann gehen wir zurück zu dem Lümmel. Das Geile ist, wenn ihr die Quest auf dem Max-Level macht, das Ding gibt jetzt 3 Gold 50, ne? Hier. 3 Gold 50. Sehr nice. Okay, wieder zu dem Ork zurück. Dann gehen wir wieder zum Ork rein. Ist das nicht ein Model aus... Dieses Symbol ist 100% aus Waddlecar. Das kam zum ersten Mal PDOK rein. Oder PDK. Das Symbol hier. Ziemlich sicher. Ist das ein Waddlecar-Symbol. So. Hier ist die Klinge. Und jetzt müssen wir nach Gadgetzahn zurück. Alles klar. Also fliegen wir jetzt von Ashara wieder komplett runter. Let's go. So, wir sind wieder hier. Und ich hoffe, der ist jetzt nicht wieder verbuggt. Okay, der macht gerade die Quest da. Wir müssen kurz warten drauf. Der klaut mir die Quest einfach. RIP. Sogar aus der eigenen Gilde. Oh, er hat den Marauder-Ring schon. Sehr, sehr nice. Not bad. Die haben wir auch an. Schon ganz gutes Gear, ne? Jetzt müssen wir kurz warten, bis er fertig ist. So. Jetzt können wir die Quest abgeben. Und jetzt müssen wir den besiegen. Warte mal. Es gibt hier eine Bladestorm-Waffe als Belohnung. Ganz schön cool. So. Dann holen wir mal die Mobs hier ran. Wo bleiben sie? Ich glaube, wir müssen 3 Leute töten. Guss Fledfegel. Das wird ein Kinderspiel. Ich glaube nicht, du. Bong. 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 Der will auch die Quest machen, aber leider bin ich jetzt dran. Erstmal. Ich ergebe mich. In Ordnung? Jupp. Dann den nächsten, bitte. Und dann haben wir das Ding endlich durch. Aber wie gesagt, Gladys Dance ist komplett buggy. Ja, ich werde es auf jeden Fall nicht spielen, das Ding. Ich glaube, die... Ah, die Rune lohnt sich aber nicht. Vielleicht... Na, PvP lohnt sich, glaube ich, auch nicht, weil du würdest ja im Endeffekt Innerwien verlieren, ne? Schwierig. So. Alter Freund, den kennen wir. Den wandernden Schwertkämpfer findet man... Auf Level 5 schon. Ja, für eine Rune. Finde ich cool, dass er wieder hier ist. Ah, der kann nun immer nichts, der Lümmel. Aber er hat auch gelevelt. 48 mittlerweile. Im Ödland rennt er, glaube ich, auch rum. Der Typ hier.
So. Der nächste, bitte. Genau, Badlands, ja. Und jetzt kommt der Ork rein, ne? Genau, das Ork. Und dann müssen wir gleich ganz schnell die Ding abgeben, bevor die Leute es annehmen wollen. Wenn er das annimmt und ich noch nicht abgegeben habe, ist glaube ich GG. Soweit ich weiß. Aber ich kann das glaube ich hier schon abgeben. Ich hoffe, es funktioniert. Besiegt. Sehr gut. Was eine Überraschung. Ein dreifaches Hoch. Bitte gib mir die Rune. Bitte, bitte. Ich muss ASAP. Ich kann aber nicht angeben. Abgeben. Jetzt. Hat geklappt. Jetzt haben wir die Rune. Und die Gladi-Stance. Ich zeige gleich, wie die verbuggt ist. Die soll ja normalerweise. Gladiator-Stance. Normalerweise steht dabei. Ihr könnt jegliche Fähigkeiten einsetzen, die auf diese Haltung, die auf andere Haltung beschränkt sind. Gladiator-Stance. Aber weitreichende Stöße geht zum Beispiel nicht. Obwohl eigentlich das funktionieren sollte in Gladi-Stance. Deswegen, I don't know. Ob das Ding so gut wird. Es braucht auf jeden Fall noch einige Bugfixes. Da gibt es super viele klankige Mechaniken, die ähnlich sind. Aber so bekommt ihr das Ding. Ja. Und da könnt ihr halt. Kriegt ihr mehr Damage, wenn ihr ein Schild trägt. Mehr Blockchance. Mehr Bedrohung. Weniger Bedrohung, was irgendwie weird ist, aber. Und ein bisschen weniger Rüstung. Und das ist im Endeffekt das Teil. So. Aber sofort wieder raus. Komplett verbuggt.